ich heiße Jamila, ich bin 8 Jahre alt und ich mache heute Energiebällchen. Und zwar, du brauchst Datteln, die tust du in warmem Wasser einweichen, die habe ich hier eingeweicht. Dann brauchst du Haferflocken, Kokos, Nüsse, die du willst. Und ja, das sind die Zutaten. Und ist Hände waschen und man soll die Datteln entkernen. Ja, du bist gut. Jetzt habe ich schon mal die Datteln reingegeben. Jetzt gebe ich Haferflocken rein. Nüsse und ein bisschen Kokos. Und man soll die ganzen Zutaten auf einen Mixer mixen, und zwar zwischendurch immer ein bisschen umrühren, weil das für den Mixer zu stark ist. Also du kannst auch einfach eine Nussfüllung nehmen. Wir haben einfach ganz normale Nüsse genommen und die malen wir. Problem, dass ein paar Klumpen bleiben, zum Beispiel wenn die Nüsse nicht gescheit gemahlen sind. Und man sollte, wenn du die Energiebällchen geformt hast, über die Nacht in den Kühlschrank lassen. Und ja, jetzt habe ich die Masse fertig gemacht und zwischendurch vielleicht, wenn deine Masse zu klebrig wird oder zu fest, gibst du zwischendurch ein bisschen warmes Wasser rein. Und ja, ich form die jetzt noch und dann gebe ich sie in den Kühlschrank. Jetzt kannst du schon mit dem Formen beginnen. Also ja, du sollst sie schön rund formen. Circa 10 Datteln und eine Handvoll Nüsse, und so schauen die Energiebällchen aus. Und sie werden gut, wenn du sie über Nacht im Kühlschrank lässt, dann werden sie richtig gut und richtig saftig und bleiben frisch. Viel Spaß beim Nachbacken.